Ich bin Sportredakteur Daniel Ruppert und heute bin ich wieder Rupp in Gefahr. Diesmal bin ich beim Reitclub in der Point Poxdorf in Hausen bei Forchheim. Auf geht's! Voltigieren, das ist doch Akrobatik auf dem Pferd, oder? Also das ist tatsächlich schon immer die meiste Antwort, die dann kommt. Oder die Frage, ihr macht dann schon immer nur Salto, Handstand, sonst irgendwas. Kann man auch machen, wir jetzt nicht, beziehungsweise wir tasten uns da eher von unten ran, aber es ist halt doch noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, was gehört noch dazu? Was macht das Voltigieren aus? Ich glaube, die Gemeinschaft ist die Arbeit allein nicht nur im Team mit seinen eigenen Teammitgliedern, sondern auch einfach immer dieses mit dem Pferd turnen. Und das Pferd ist da einfach der wichtigste Teampartner und auch das, was es für uns einfach ausmacht. Wie oft werdet ihr mit dem Thema Tierwohl, Tierquälerei konfrontiert und was sagt ihr darauf? Also in der Voltigierwelt tatsächlich eher weniger. Es kommt eher von außen. Ich meine, die letzten Jahre ist ja auch viel aufgekommen und ich glaube, da zählt es einfach auch nur darum, sich selber gut nach außen zu präsentieren, aber auch immer sich selber zu reflektieren. Wie gehe ich mit dem Pferd um? Ist das sinnvoll, was ich dazu tue? Und für uns, wir haben es uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, die Voltigierer stecken im Zweifelsfall zurück, weil es geht immer das Pferd vor. Das Pferd steht an erster Stelle und wir wollen unsere Pferde gesund erhalten und auch ganz viele Jahre haben. Und deswegen investieren wir da auch irgendwo so viel, nicht nur in die Ausbildung, sondern auch einfach in alles. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon Volti nennen darf, aber die erste kleine Einheit Voltigieren habe ich vollbracht. Ich war auf dem Pferd, Sitzen hat gut geklappt, Knien war schon kniffliger und Stehen. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht runtergefallen bin. Es ist Wahnsinn, wie schnell so ein Pferd läuft, auch wenn es von außen gar nicht so ausschaut. Es gibt Schritt, es gibt Trab, es gibt Galopp und beim Galopp war dann für mich einfach nur noch Sitzen und Festhalten. An Übungen, wie es die Voltigiererinnen machen oder Voltigierer, war eigentlich nicht wirklich zu denken. Ich konnte nur ein bisschen Gymnastikübungen im wahrsten Sinne des Wortes machen auf dem Pferd. Aber es war wirklich Adrenalin getränkt, es war, hat Spaß gemacht, es war interessant und vor allem habe ich gemerkt, dass ich da wirklich an meine Grenzen stoß, weil viel war einfach nicht machbar. Maria, ich glaube, das Pferd hat mich überlebt. Wie habe ich mich angestellt? Also, du hast uns schon irgendwo auch beeindruckt mit deinem Sprung hinten runter und auch deinem Kopfstand, aber man sieht auch, dass du sportlich
grundsätzlich bist. Und ja, also ist natürlich, dass du da einfach an deine Grenzen irgendwo stößt, gerade mit dieser Bewegung, wenn du selber sagst, du saßt das letzte Mal vor Jahren auf dem Pferd. Es sieht lustig aus. Wir hatten, glaube ich, sehr viel unseren Spaß. Ich würde mal sagen, wir haben mit dir und über dich gelacht. Aber ja, schön, dass du es dir angeschaut hast. Vielen Dank. Ein Tag geht zu Ende, Rupp in Gefahr leider auch. Ich werde den Fränkischen Tag am Ende dieses Jahres verlassen und deswegen vorerst keine weiteren Abenteuer bestreiten. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich dabei verletzt. Ich hatte Angst. Ich habe geschwitzt, gefroren. Es war alles dabei und es war mir eine große Ehre, euch ein bisschen Freude zu bereiten. Und ganz besonders möchte ich mich bedanken bei meinem Kameramann Dominik Buckreus, der mich immer begleitet hat und ich glaube, mindestens genauso viel gefroren und geschwitzt hat wie ich und gerade eben fast von einem Pferd überrannt wurde. Also er hat es nicht immer leicht gehabt mit mir. Deswegen vielen, vielen Dank und auch an euch alle, die ihr eingeschaltet habt, gelesen habt und mitgelacht habt, mitgefiebert habt. Es war eine schöne Zeit.